herzlich willkommen zurück zum, ja, muss ich sagen, zum Finale des Executive Summit der DWP Bank heute. Ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Joachim Würmeling, Mitglied im Vorstand der Bundesbank, nun jetzt hier ist und noch seine Keynote halten wird. Er und seine Kollegen und Kolleginnen beobachten, wie sich das traditionelle Bankgeschäft durch Fintechs, Big Techs und Co. verändert. Und heute wird er Einblicke in das Spannungsfeld zwischen Innovation, Digitalisierung und Regulatorik geben. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu Beginn ein paar Ausführungen zur Technologie im Finanzsektor machen. Ist sie einfach nur effizienter oder der zweite Abschnitt, ist es etwas radikal Neues? Und vor allen Dingen, das müssen Sie hinnehmen, wie reagiert der Regulierer auf diese Entwicklung? Heute bekommt der Finanzsektor neue Technologien auf dem Silbertablett serviert. Die Technologie ist also da. Aber wo ist eigentlich das Problem, das sie lösen kann? Mein Eindruck ist, dass alle begeistert sind von den neuen Möglichkeiten, aber noch nicht recht wissen, was sie genau damit anfangen können. Ergo legen Banken die neuen Technologien einfach über alles, was sie ohnehin schon tun, denn es erlaubt ihnen, Dinge schneller zu machen, billiger zu machen, für die Kunden komfortabler und vielleicht sogar besser. Sie können neue Produkte, neue Geschäftsmodelle entwickeln, neue Vertriebswege auftun und neue Kunden gewinnen. Das alles ist zwar keine Mondlandung, aber durchaus etwas wert, denn es verbessert den Zugang zu Finanzdienstleistungen, es steigert die Effizienz im Finanzwesen, es verbessert die Finanzmediation, also die Funktionalität der Märkte und ist damit aus der Sicht der Bundesbank auch gut für die Stabilität der Finanzmärkte. Und wo etwas zu holen ist, ist auch die Konkurrenz nicht weit. Sie kennen vielleicht die Zahl, vielleicht wurde sie auch schon erwähnt. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 3 Milliarden Euro in den deutschen Finanzsektor investiert. Das ist etwa doppelt so viel wie im bisherigen Rekordjahr 2019. Mittlerweile tummeln sich mehr als 1000 Fintech-Startups im deutschen Markt. Und die Fintechs sind nicht mehr die einzigen neuen Wettbewerber. Daneben finden wir unter anderem hochdigitalisierte traditionelle Banken, Neobanken und natürlich die allgegenwärtigen Big Techs. Es ist gar nicht so lange her, dass angesichts dieser neuen Konkurrenz Gerüchte über den baldigen Tod etablierter Banken kursierten. Wenn ich mich aber heute in dem Raum umschaue und im Markt rumschaue, scheint es, dass diese Gerüchte verfrüht gewesen sind. Auch die Banken selbst scheinen das so zu sehen. Im Rahmen des Stresstests für die kleinen und mittleren Institute, den wir heute Morgen vorgestellt haben, haben wir auch in dem Umfrageteil eine Frage an die Institute zum Thema Wettbewerb gerichtet. Und das Ergebnis ist schon erstaunlich. Fintechs, Big Techs und Neobanken werden zwar zunehmend als Wettbewerber wahrgenommen, aber weithin auf niedrigem Niveau. Nur 6% aller befragten Institute sehen diese Unternehmer als Haupttreiber des Wettbewerbs. Allerdings 2019 waren es nur 2%. Tatsächlich sehen wir in einigen Bereichen eher Kooperation als Verdrängung. Und das hat natürlich, aber das hat Folgen für die Marktstruktur. Fintechs übernehmen also meist nicht das komplette Bankgeschäft, sondern greifen sich einzelne Elemente heraus. In Zukunft werden wir also vermutlich seltener Unternehmen sehen, die die komplette Wertschöpfungskette abdecken. An ihrer Stelle treten Netzwerke aus mehreren Unternehmen, die sich auf verschiedene Teile der Wertschöpfungskette spezialisieren. Aber das ist natürlich strukturell im Finanzsektor nicht neu und das braucht man auf einer Konferenz der DWP Bank nicht eigens zu erwähnen. Im Ansatz sehen wir das Aufbrechen der Wertschöpfungskette natürlich schon jetzt. Schauen Sie die Cloud an. Viele Banken lagern mittlerweile nicht nur Daten, sondern ganze Prozesse in die Cloud aus. Manche Vertreter von Neobanken sagen mir, naja, sie sind eigentlich in der Cloud geboren. Das Finanzsystem wird also modularer und ich bin überzeugt davon, dass in einem solchen System auch etablierte Banken eine
Zukunft haben. Vor allen Dingen die Finanzmediation, das heißt das Zusammenbringen von Geldangebot und Geldnachfrage, das Kapitalsammelstelle, Bank und so weiter, das ist nicht so einfach durch etwas anderes zu ersetzen. Aber natürlich müssen sich auch die Banken die Zukunft in der digitalen Welt verdienen, müssen die Strategien anpassen, müssen technische Expertise aufbauen, IT-Systeme modernisieren und bereit sein, Neues auszuprobieren. Das gilt im Übrigen auch für Zentralbanken, denn wir stehen zwar nicht im Wettbewerb untereinander, aber die Potenziale, die neue Technologien für uns bieten, vor allen Dingen in der Analyse, aber auch in den Prozessen, aber auch neue Produkte, denken Sie an digitalen Euro, sind Dinge, mit denen wir uns sehr, sehr intensiv beschäftigen, vor allem auch hier bei uns in der Bundesbank. Umgekehrt ist allerdings so, Fintechs dürfen nicht allein auf ihren technischen Vorsprung setzen, denn wer im Finanzmarkt mitmischen will, muss sich eben auch mit dem Bankgeschäft und der Bankenregulierung auskennen. Um es zusammenzufassen, neue Technologien werden derzeit vor allem genutzt, um das traditionelle Bankgeschäft effizienter und komfortabler zu machen, vielleicht sogar stabiler. Das verändert den Wettbewerb und die Struktur des Marktes. Was das Geschäft selbst angeht, sehen wir hier aber bislang keinen wirklich radikalen Umbruch. Einen Anwendungsfall neuer Technologien gibt es aber, der das Potenzial hat, das Bankgeschäft grundlegend zu verändern. Mit dem haben Sie sich heute auch schon beschäftigt. Decentralized Finance, kurz DeFi. Und in diesem Fall gab es zu Beginn sogar ein klares Ziel, für das neue Technologien eingesetzt wurden. Erklärtes Ziel der ersten Kryptoassets, das wissen Sie, war es, die staatliche Kontrolle einzuschränken, ein freies und demokratisches Finanzsystem zu machen und das staatliche Geld, was die Zentralbanken bereitstellen, zu ersetzen. Egal, wie man jetzt zu diesem Ziel steht, die Technologie hinter Bitcoin und Co. hat das Potenzial, das Finanzsystem nicht nur effizienter zu machen, sondern grundlegend zu verändern. Und DeFi ist die Manifestation dieses Potenzials. Und die DeFi-Vision ist eben ein Finanzsystem, in der die klassischen Intermediäre wie Banken ersetzt werden durch Kryptoassets, Blockchains und Smart Contracts. Und das ist wirklich radikal. Wir sind gerade dabei, eine neue Abteilung Digitalisierung und Innovation in der Bankenaufsicht zu gründen. Wir haben eine Fintech-Beauftragte in Berlin eingerichtet. Wir sind hier in Frankfurt Mitglied vom Tech-Quartier. Wir arbeiten intensiv mit unseren Kollegen weltweit und dem Eurosystem zusammen, um einen Grip zu bekommen. Wir kommen von der finanziellen Aufsicht. Ja? Und die beherrschen wir, da können wir rechnen, da können wir Zahlenwerke analysieren und so weiter. Und jetzt auf einmal müssen wir uns mit Dingen beschäftigen, die völlig jenseits unseres gewohnten Pfades sind. Das ist uns sehr bewusst als Bundesbank und auch den BaFin-Kollegen und auch in der EZB. Wir unternehmen doch erhebliche Anstrengungen, um hier Schritt zu halten. Denn nur so können wir von vornherein Risiken kontrollieren und künftige Krisen verhindern. Und so können wir auch von Anfang an nur einen regulatorischen Rahmen bauen, der auch wirklich passt, und zwar ohne sinnvolle Innovation zu behindern.